Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Spec Ops The Line. Ich glaube, wir sind im Endspurt. Oh. Hä, ja, verschießen die. Haltet Delta von dem Tor weg! Knallt sie ab! Los! Phosphor! Los, runter! Willkommen in der Hölle, Walker. Wir haben Sie erwartet. Warte, was machst du denn? Scheiße, was? Warte, wir müssen den Mörser zerstören. Noch ein Schuss aus dem Mörser und wir sind hin. Ach so, ich dachte, das war wirklich ein Fehler von mir. Ich beschäftige die Kerle. Klar, habe ich gerade zufällig eine dabei. Nadra! Mörser zerstört. War ja leicht. Passt auf die Schrotflinte auf! Wir müssen das Nest ausheben! Von vorne ist das Selbstmord! Gehen wir dort links in Deckung! Verdammt, Walker, schaff mir die Kerle vom Hals! Ja, ja. Oh ja, holy shit. Einer kommt aus der Deckung! Er ist ohne Deckung! Boah, wenn du eine Millisekunde rausguckst, das ist das Liebe. Bist du gleich tot. Ich muss jetzt wirklich jeden Mann einzeln machen. Versuchen Headshots zu verteilen, weil dann spare ich mir ein bisschen Munition. Aua. Der ist tot! Das ist es nicht wert, ich breche ab! Nee, den kriegst du so nicht, da musst du echt vorgehen. Aber wie? Ja. Schickt noch ein MG! Wir müssen nach rechts rüber! Los, oh ja, das ist. Hey, wo? Oh nein, ich muss nicht. Die nagelt uns fest! Ein Moment. Rechts! Rechts rum! Oh. Wir sind schwer unter besser. Beschuss! Soldaten ohne Deckung! Das sind so viele Soldaten! Feind ausgeschaltet! Au, 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 au! Ah, der schießt voll nur auf mich gerade. Das ist ganz, ganz schlecht. Ach, Mist. Komm ich da mit meinen Granaten hin? Nee, leider nicht. Ich bin hier voll im Kreuzfeuer. Ich kann keine Millisekunde rausgucken. Ja, Gott, verdammt! Okay, die sind schon mal weg. Glaube ich. Ah, angehittet habe ich ihn. Aua, nee, keine Chance, keine Chance. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das Spiel ist so übertrieben. Und jetzt ist mir auch noch die Munition für meinen MG ausgegangen. Ah, wenn ich jetzt so rüberspringe. Eins, zwei und. Soldat ohne Deckung! Ausschalten! Toll! Die Decken, die bringt mir ja viel. Ja! Haftgenote! Oh, Gegner erledigt! Gott sei Dank. Jetzt oder nie? Stirb! Lade nach! Haltet sie mir vom Leib! Was? Ja,
Blitzgranate raus! Arschloch. Schrott wird im Einsatz aufpassen! Soldat ohne Deckung! Ausschalten! Nicht, oder? Einer weniger! Oh Mann, das sind so Unmengen an Gegnern gerade. Ich hab den Hurensohn. Da werden Granaten. Das Problem ist, dass links auch welche sind einfach. Und da ist schon wieder jemand an dem MGS. Blenden und töten! Wir sind schwer unter Beschuss! Lade nach! Kurz regenerieren. Feind getötet! Er geht aus der Deckung! Da bewegt sich einer! Au, 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 au! Der liegt ja immer noch! Blenden und töten! Mach den fertig! Nein, nein. Feuert auf den Kerl hinter den Sandsäcken! Werfe Granate! Ist der tot genug für dich? Abknallen! Ja, der ist tot genug, aber jetzt wäre der doch ganz gut. Ist der tot genug für dich? Und dann der da hinten. Den Kerl hinter den Sandsäcken! Ja, verstanden. Einer weniger! Oh, ja, 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 ja. Schrot für den Einsatz, ich hab's aufpassen! Kill ist bestätigt, verdammt! Oh, das tut gut. Ja, ich jetzt sitze sein, der hier an dem Ding hängt. Oh, ist das toll. Da ist noch einer, das sehe ich doch. Oder? Ah, ja. Leute, immer wenn ich hinziehe, ist er weg. Und wenn ich... Okay. Muss nachladen! Geht mit Deckung! Na gut, dann gehen wir mal weiter. Knall ihn ab! Mach mal. Klar, wieso nicht? Aha, okay. Six wäre ich rausgerannt, wäre ich und sind tot gewesen. Ah, das ist nicht blöd. In diese Deckung zu gehen. Wenn er sterben soll, warum machst du es nicht selbst? Lade nach! Langsam zweifelt er an unseren Befehlen, ne? Der Adams. Was? Oh. Oh Mann, wegen dass ich immer verreckt wegen den Huren. Dass ich immer verreckt wegen meiner Drecks-KI-Bekleidung. Jedes Mal. Ohne Witz, der ist so dumm wie Scheiße, der Typ. Der hätte verrecken sollen. Muss nachladen! Er probiert's! Mann, ey. Leg ihn um, verdammt! Schalt mich auf! Boah, sowas ärgert mich einfach nur tierisch. Da
habe ich wieder keine Muni. Blenden und töten! Ich bin gebündet! Gib mir Deckung! Scheiße, sie kommen über die Seite! Der ist tot! Nicht ohne Deckung! So. Oh mein Gott, das musst du auch erstmal finden, ne? Die können mir gerade so helfen. Ist er tot? Schießt den Scharfschützen! Feind ausgeschaltet! Lade nach! Geht's jetzt weiter? Ist da keiner mehr? Jetzt oder nie! Da bewegt sich einer! Er ist ungedeckt! Abknallen! Bäm, geil! Mit dem Einsatz aufpassen! Ja, hab ihn! Ich muss nachladen. Lade nach! Oh, die Musik geht weg. Das heißt, wir haben es geschafft. Oh. Er speichert. Boah, das sind schon Gegnermengen, ne? Das ist brutal. Oh. Hey, was soll denn das für ein schwerer sein? Hast du den Verstand verloren? Oh, hast du mich sterben lassen? Ach so, das soll der Shit. Darstellen. Los, schieß! Maria, jetzt pass auf. Es war alles gelogen. Nein! Du bist ein Scheißheld! Ich wollte dich retten! Du kannst keinen retten! Ich hab's versucht! Das ist alles deine Schuld! Der einzige Verbrecher hier bist wir du. Wir sollten weiter. Die sind uns auf den Fersen. Ganz allein du. Ich bin gerade richtig froh, den Granatwerfer mitgenommen zu haben. Alter, was ist denn damit? Verdammt, die geben nicht nach. Nee, die Strohflinte, die ist schon Gold wert. Schieß denn auf dich. Verteidige dich halt. Bist du dumm? Digga! Blenden und töten! Was los? Kill sie alle! Donner. Nein! Feind ausgeschaltet! Lade nach! So. Lade nach! Gib mir Deckung! Werfe Blendgranate! Oh shit! Holy moly, was hat mich da jetzt hardcore erwischt? Weg ist er! Noch einer? Geh du mal vor. Da musst du richtig vorsichtig vorgehen, ey. Ja, oh Gott. Ja, ich muss da jetzt mal kurz ein größeres Geschütz aufhauen. Damit ich den wiederbeleben hole. Wie sich das angehört hat. Auf die Beine! Halt, stopp. Oh, ein Geheimnis wieder. Cool. Es war
war für mich die größte Ehre, an eurer Seite zu dienen. So eine lange Pause. Darum vertraue ich euch. Auch bei meinem letzten Befehl. Was auch geschieht, haltet durch. Seid stets wachsam. Haltet die Linie. Haltet die Linie. So, zwei Schüsse habe ich noch mit der. So ein Notfall. Rücken vor! Achtet auf die Schrotflinte! Aha. Haltet sie zurück! Oh nein. Blind, Granate! Lade nach! Gott sei Dank. Hier ist nur der weg, der uns pushen kann. Und hier können wir vielleicht mal erstmal Blendgranate schmeißen. Genau. Dann ist der schon mal weg. Verdammt! Dann kann ich die eigentlich weghauen und die dann nehmen. Ich werde hier platt gemacht! Ja, dann schmeiß. Blendgranate! Jawoll! Und jetzt den Rest. Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Ja. Shit, da kommen sie! Sie sind jetzt auf dem Vorhaus fest! Kommen! Schießt mich doch! Na los, ich stehe hier! Macht schon! Sicher das Gebäude! Erschießt mich, verdammt! Los, erschießt mich! Dies ist Ihre letzte Chance, Walker. Geben Sie auf, oder meine Männer erschießen Sie. Wag's ja nicht! Dann scheiß auf dich! Ich bin nicht so weit gekommen, um aufzugeben! Das ist der einzige Weg in den Tower! Verdammter Mist! Gib's auf! Mission beendet! Wir haben versagt! Nur über meine Leiche! Schön! Dann leb weiter! Brenn, du Arschloch! Verdammt, Walker! Lauf! Ey, was? Verdammt, Walker, lauf! Wer hat das jetzt gesagt? Ekelhaft ist, das Wasser kann man ja auch nicht trinken, weil das bestimmt voller Chlor ist. Triff ihn oben. Kapitel 15. Willkommen.
oben ist schon. Achtung! Schon das Willkommensbataillon. Captain Walker, wir sind der Rest der Damn 33rd. Wir ergeben uns, Sir. Dubai gehört Ihnen. Wo ist Conrad? Wo er immer war. Oben. Er erwartet Sie. Warum ergeben die sich jetzt, wenn... Und warum gehört Dubai jetzt mir? Hä? Die haben doch gerade gewonnen, oder? Die haben meine zwei Kollegen gekillt und ich bin jetzt halb tot und unbewaffnet. Ja, nee, eine Pistole habe ich vielleicht noch irgendwo. Nicht schlecht, Walker. Ihnen gelang, was der Sturm nicht schafft. Die 33. zu vernichten. Fühlen Sie sich schon als Held? Bitte, nur herein. Nun, da Sie hier sind, möchte ich Sie etwas fragen. Was dachten Sie, als Sie nach Dubai kamen? Als Sie sahen, was ich getan hatte? Hielten Sie es für das Werk eines Irren? Ja, ich dachte, Sie hätten den Verstand verloren. Oder besser gesagt, ich hoffte es. Ja, das hätte es einfacher gemacht. Aber dieses Glück hatte ich nicht. Sind Sie ganz sicher? Ich versichere Ihnen, ich bin so normal wie Sie, Captain. Wie sehr ich es auch versuchte, ich konnte der Realität hier nicht entkommen. Das war mein Untergang. So, fertig. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Was ist hier los, verdammt? Ihnen gehen zum ersten Mal die Augen auf. Das schmerzt, nicht wahr? Nur zu? Was denken Sie? Ach, das war die eine Stelle. Das waren Sie? Nein, Sie waren das. 47 Unschuldige starben durch Ihre Befehle. Jemand muss für Ihre Taten büßen, Walker. Wer wird das sein? John? Sind Sie das? Sagen Sie es mir. Ich hab die Spielchen satt, John. Glauben Sie mir, das ist kein Spiel. Der ist schon ein wenig länger tot. Es scheint, die Berichte über mein Überleben waren stark übertrieben. Das ist nicht möglich. Glauben Sie mir, ist es. Wie? Nicht wie. Wieso? Sie sollten nie hierher kommen. Unsere Befehle sind klar. Raus aus der Stadt, Funkspruch ans HQ von außerhalb der Sturmwand. Die schicken die Kavallerie, wir fliegen heim. Was hier geschah, war nicht in meiner Kontrolle. Was das? Nichts wäre geschehen, wenn Sie einfach aufgehört hätten. Aber Sie machten weiter. Und wofür? Wir wollten euch retten. Sie sind kein Retter. Sie haben andere Begabungen. Das ist deine Schuld, verdammt! Hör bloß auf, Lugo! Er wollte es nicht hören! Wir hatten keine Wahl! Er hat uns zu verdammten Killern gemacht! Es ist nicht meine Schuld. Ein Mann muss stark sein, um das Offensichtliche zu leugnen. Und ist die Wahrheit nicht zu leugnen, bastelt man seine eigene. Was zum Teufel ist passiert? Ich weiß nicht, er bewegt sich nicht mehr. Walker, komm zu dir. Ich verstehe. Wir müssen wählen. Die Wahrheit, Walker, ist, dass Sie hier sind, weil Sie sich als was fühlen wollten, was Sie nicht sind. Ein Held. Lugo. Du hast mich sterben lassen. Ich bin hier, weil Sie Ihre Taten nicht akzeptieren können.
Das hat sie zerstört. Colonel? Colonel, bitte! Was ist denn los, Walker? Es ist Conrad. Er hat das alles hier getan. Sie brauchten einen Sündenbock und schoben es auf mich. Einen Toten. Ich weiß, die Wahrheit ist hart, Walker. Aber es ist Zeit. Nur Sie sind übrig. Und wir können nicht für immer weiter lügen. Ich zähle jetzt bis 5, dann drücke ich den Abzug. Sie sind nicht real. Das ist alles in meinem Kopf. Ganz sicher? Vielleicht ja in meinem. 1. Nein. All das, alles, es war Ihre Schuld. Wenn Sie das glauben, erschießen Sie mich. 2. Ich wollte nie jemandem etwas antun. Wer will das schon, Walker? 3. 4. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Um das Offensichtliche zu leugnen. Stärker als Sie es waren. Wie Sie meinen, Walker. Was immer jetzt auch kommt, seien Sie nicht zu hart zu sich. Selbst jetzt, nach all dem, können Sie noch nach Hause. Sie glücklicher. Was jetzt, Sir? Hä? Die Männer fragen. Was tun wir jetzt? Wir erfüllen unsere Mission. Und was wäre unsere Mission, Sir? Holen Sie mir ein gottverdammtes Funkgerät. Hier spricht Captain Martin Walker. Er bitte umgehende Evakuierung von Dubai. Überlebende. Einer zu viel.
Ach krass, es geht weiter. Commander, hier ist Falcon 1. Wir haben ihn gefunden. Captain Walker. Er hat eine Waffe!
Schon gut, nicht feuern. Ich verstehe nicht. Was macht er? Sehen Sie seine Augen? Da stimmt was nicht. Captain Walker, wir wollen helfen. Aber zuerst legen Sie die Waffe weg. Er gehorcht nicht. Kriegskoller, gebt ihm eine Sekunde. Geben Sie mir Ihre Waffe, Captain. Wir wollen Sie nach Hause bringen. Doch, doch, ich lasse wirklich fallen. Nein. Es ist vorbei. Ich habe die Jacke von Conrad an. Zeit heimzugehen. Sehen Sie, Captain, wir haben in der ganzen Stadt nach Ihnen gesucht. Wir haben Dinge gesehen, wenn ich Sie fragen darf. Wie war das? Wie haben Sie das überlebt? Wer sagt, ich lebe? Indem wir selber schuld waren. Damit nochmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play. Ciao.